Wer war eigentlich der Apostel Paulus? Paulus wurde um 10 nach Christus in Tarsus in der heutigen Türkei geboren. Er hieß eigentlich Saulus. Paulus war sein römischer Name. Als frommer Jude kam er zur theologischen Ausbildung nach Jerusalem. Dort bekämpfte er das aufkommende Christentum, weil er es für eine Sekte hielt und verfolgte viele Christen. Auf einer Reise nach Damaskus umstrahlte ihm plötzlich ein Licht. Er stürzte zu Boden und hörte Jesus Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus war auf einmal blind, bis ihm Hananias, ein Christ, die Hände auflegte. Da konnte er wieder sehen und ließ sich taufen. Von da an nannte er sich nur noch Paulus. Er kam in die Urgemeinde in Jerusalem, wo er auch Petrus begegnete. Paulus bezeichnete sich als Apostel der Völker und verbreitete das Evangelium auf mehreren Missionsreisen in der gesamten römischen Welt. Durch viele Briefe, die im Neuen Testament erhalten sind, hielt er Kontakt zu den neu gegründeten Gemeinden. Schließlich wurde Paulus in Jerusalem gefangen genommen. Doch da er römisches Bürgerrecht hatte, wurde er nach Rom überführt. Der Legende nach ließ Kaiser Nero ihn um das Jahr 67 nach Christus enthaupten. Es heißt, dort, wo sein Kopf dreimal aufschlug, seien drei Quellen entstanden. Für seine Bedeutung in der Verbreitung des christlichen Glaubens verehren wir ihn noch heute. Und übrigens, am 29. Juni feiert die Kirche das Fest Peter und Paul und gedenkt an diesem Tag der beiden großen Apostel, die als Säulen der katholischen Kirche verehrt werden.